Der Ortsverband Taubertal-Mitte der Funkamateure in Iggersheim feiert seinen 30. Geburtstag und muss das Corona-bedingt im kleinen Kreis tun. Dafür aber wieder mal mit einem besonderen Projekt. Zwei sogenannte Stratosphärenballons werden für den Aufstieg vorbereitet. Gut, wir sind ja Funkamateure. Das ist ein sehr breitbandiges Hobby und ein Teil davon ist das Starten von Stratosphärenballons. Das kennt der allgemeine Zuhörer, Zuschauer, kennt es im Endeffekt von den Wetterballons, die für die Vorhersagen jeden Tag gestartet werden. Das sind knapp 40 Stück. Die haben aber immer die gleiche Nutzlast drauf. Und wir als Funkamateure dürfen im Endeffekt unsere Nutzlasten, unsere Payloads selber bauen. Da ist eben der große Vorteil, wir können Experimente jeglicher Art, die im Amateurfunkbereich stattfinden, auf Amateurfunkfrequenzen, können wir auf die Nutzlast integrieren und können sie in der Höhe bis zu 34 Kilometer im Maximalfall hochschicken. Seit 2004 wurden von Iggersheim aus bereits knapp 20 derartige Projekte realisiert. Und jedes Mal wieder ist schon die wochenlange Vorbereitung extrem zeitraubend, denn zahlreiche Vorschriften müssen beachtet werden. Im Endeffekt muss es zugelassen sein. Das heißt, von der Bundesnetzagentur müssen wir uns die Frequenzen für den Einsatz, ist jetzt nicht Orbit oder Weltraum, sondern ist der Luftraum, aber wir müssen uns trotzdem die Nutzung von den Frequenzen auf einem Luftfahrzeug genehmigen lassen. Des Weiteren müssen wir mit der Regierung von Württemberg sprechen, also im Präsidium in Stuttgart, und müssen uns den Flug auch genehmigen lassen, weil der im Endeffekt über eine sogenannte NOTAM oftmals auch den Flugzeugen, den Fluglinien bekannt gegeben wird, dass jeder Pilot weiß, oh ja, es kann sein, dass in dem Zeitraum, wir haben ein gewisses Zeitfenster zum Start, und dass da der Ballon die Flugroute durchstoßen kann, sozusagen. Weil die Flugzeuge sind, je nachdem, wo sie starten, im Bereich von einigen Kilometern bis 12 Kilometer hier über uns normalerweise, und der Ballon geht er bis 21, 23 Kilometer in dem Bereich. Bei dem Versuch sollen wertvolle Daten erfasst und verarbeitet werden, wie Temperatur, Druck, Feuchte oder Helligkeit in bis zu 30 Kilometern Höhe. Deshalb hängt unten am Ballon die sogenannte Nutzlast, die durch Styropor und Klebeband ausreichend geschützt sein muss, bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad in diesen Höhen. Die Nutzlast, das sind im Endeffekt kleine Elektronikmodule, die autark sind, die redundant sind, dass man im Falle des Ausfalls von einer Nutzlast, dass wir dann noch weitere Nutzlasten haben, um Position zu bestimmen. Das heißt, es ist auf jeder Nutzlast ein GPS-Empfänger drauf. Wir haben Sendemodule, die uns auf unterschiedlichen Amateurfrequenzen die Ergebnisse von den Messungen aus der Höhe runterschicken. Und als Sensoren haben wir Drucksensoren, Temperatursensoren, Luftfeuchtesensoren. Und es ist natürlich sehr interessant, die Informationen über die unterschiedlichen Höhenschichten an die Erde zu schicken und dann auszuwerten. Dann wird der Hauptballon auf die Reise geschickt. Pünktlich um 11 Uhr geht es los. Nach rund 90 bis maximal 180 Minuten wird der Ballon in üblicher Weise über 20 Kilometern Höhe platzen. Aber schon erste Messungen ergeben, dass der Ballon nur rund 2,4 Meter pro Sekunde steigt. Die Steiggeschwindigkeit beeinflusst die Parameter in der Höhe, die Messwerte natürlich nicht, das ist ganz klar, aber sie beeinflusst die Flugroute verhältnismäßig stark. Das heißt, dadurch, dass der Ballon etwas langsamer steigt, wie wir eigentlich geplant hatten, das heißt, wir haben etwas weniger Gas zum Aufsteigen eingefüllt, und dadurch wird die Flugroute etwas weiter werden. Das heißt, zum einen fliegt er höher, bis er platzt, weil er sich ja bis zu einem gewissen Volumen ausdehnt. Wir haben jetzt beim Start etwa einen Durchmesser von knapp einem Meter gehabt, und der dehnt sich aus, der Ballon. Das ist eine Latexhülle, und der dehnt sich dann bis auf 3-4 Meter etwa aus. Das heißt, wir haben knapp das 27-fache, 30-fache an Volumen, was der Ballon nachher trägt. Und irgendwann einmal platzt er und dann fällt er am Fallschirm runter. Der zweite Latexballon ist schon rund 30 Jahre alt und ist deshalb etwas unförmig. Tatsächlich reißt der Kontakt in rund 18.000 Metern Höhe ab. Diesen Ballon müssen die Iggersheimer abschreiben. Denn nur wenige Minuten nach dem Start machen sich die sogenannten Jäger auf den Weg, die Nutzlasten wieder zu bergen. Die Jäger, die sind im Endeffekt dazu da, dass sie unsere Nutzlasten bergen, die zurückbringen. Wir haben teilweise auch auf den Nutzlasten noch Speicherkarten, die Parameter, die Messwerte aus der Höhe aufnehmen. Wir können nicht alles eins zu eins runterschicken. Und dadurch ist es für uns sehr interessant, die Nutzlast zu bergen. Und auch die unterschiedlichen Landeorte, das ist auch eine Herausforderung für die Jäger. Wir haben teilweise Flugstrecken von 200, 300 Kilometern, die zurückgelegt werden. Jetzt heute sind wir in der hervorragenden Position, dass es knapp 50, 60 Kilometer etwa sind nach Vorhersage. Da die Nutzlast während des Fluges ständig getrackt wird, lassen sich die Objekte gut nachverfolgen. Der Fallschirm findet sich schließlich in einem Wald zwischen Geiselwind und Wiesentheid.
Nutzlast gefunden. Projekt also erfolgreich beendet. Im Anschluss geht es dann an die umfangreiche Datenauswertung.